Seit den 90er Jahren geht im Süden der USA und in Mittelamerika ein seltsames Tier um, der Chupacabra, eine Art Hund mit überlanger Schnauze, großen Hinterbeinen und ohne Fell. Der Ziegensauger, so heißt sein Name übersetzt, soll sich vom Blut diverser Kleintiere ernähren. Mittlerweile ist die sagenumwobene Kreatur so populär, dass nahezu jedes aufgefundene und zunächst nicht identifizierbare Tier als Chupacabra bezeichnet wird. DNA-Analysen ergaben allerdings jedes Mal, dass es sich bei den Kadavern um Hunde oder Kojoten handelte. Manche waren krank, sodass ihnen das Fell ausgefallen war und ihr Körper merkwürdig deformiert wirkte. Damit steht der Chupacabra eigentlich schon an der Türschwelle zum Reich der Legenden und Mythen. Aber was geschah stattdessen mit seinen Opfern? Für die völlig blutleeren Tiere, die immer wieder aufgefunden werden und die nichts außer zwei Einstichen im Nacken aufweisen, gibt es bislang noch keine andere Erklärung. Er ist rot wie frisches Blut, über einen Meter lang und lauert in der Wüste Gobi auf Opfer. Der mongolische Todeswurm. Mit seinem Gift kann er angeblich sogar Kamelen allein durch eine Berührung den Garaus machen. Nomadenvölker der Mongolei erzählen sich seit Generationen, wie der Todeswurm sogar ganze Familien auslöschte. Wissenschaftlern ist es bislang nicht gelungen, die Existenz eindeutig nachzuweisen. Generell ist es für Würmer schwierig, in heißen Wüsten zu überleben. Wahrscheinlicher ist deshalb die Existenz einer Schlange. Die Wüsten-Todesotter beispielsweise kann durchaus Rotfärbungen aufweisen und auch sie spritzt Gift. Allerdings ist sie nur in Australien und in Neuguinea heimisch. Gäbe es ein solches Tier in der Wüste Gobi, müsste es sich um eine bislang unentdeckte Art handeln. In Frankreich erlangte ein anderes mysteriöses Tier grausige Berühmtheit. Der Bestie von Chevandon fielen 1764 und 1767 über 100 Menschen zum Opfer. Nur wenige, die sie zu Gesicht bekamen, überlebten. Aber um welches Tier handelte es sich? Bei den Bauern im Land machten bald Gerüchte über eine Art blutrünstigen Werwolf die Runde. Auch nachdem die königlichen Jäger Ludwig des 15. das Tier angeblich erlegt hatten, ging das Morden weiter. Merkwürdigerweise wiesen die Opfer nun nicht nur Bisswunden auf, ihnen waren auch die Kehlen durchgeschnitten worden. Trieb hier also ein Serienmörder sein Unwesen, welcher gemeinsam mit einem Raubtier auf die Jagd ging? Nach dreijährigem Morden soll die Bestie endlich erlegt worden sein. Wissenschaftler glauben heute, dass es sich um einen Mischling aus Wolf und einer Dogge handelte, was auch die enorme Kraft und Aggressivität des Tieres erklären würde. Endgültig geklärt wurde das Rätsel um die Bestie aber nie. Schon seit über 500 Jahren berichten Seefahrer von unheimlichen Riesenschlangen, welche die Weltmeere unsicher machen. Bis zu 30 Meter lang und braun sollen die Ungeheuer sein, mit einer Mähne und roten Augen. Ob in Neuseeland, Nordamerika oder rund um den südlichen Atlantik,
Überall gab es angebliche Sichtungen. In der Tiefsee leben sogenannte Riemenfische, die bis zu 10 Meter lang werden können und tatsächlich auch eine Art Mähne besitzen. Möglicherweise stecken diese Tiere hinter der Geschichte der Riesenschlange. Auch der Basilosaurus, eine vor rund 35 Millionen Jahren ausgestorbene Walart, ähnelt dem beschriebenen Ungeheuer. Dieser besaß kein Blasloch, sodass er zwangsläufig immer wieder an der Meeresoberfläche erscheinen musste. Ob er aber über einen derart langen Zeitraum unbemerkt überleben konnte, ist fraglich. Ein Bär in Afrika? Eigentlich unmöglich, denn die letzte hier beheimatete Art, die Atlasbären, wurden im 19. Jahrhundert ausgerottet. Dennoch wollen Angehörige des Nandi-Volks im westlichen Kenia eine bärenartige Kreatur gesehen haben. Der nach ihnen benannte Nandi-Bär wird als grausamer Räuber beschrieben und ähnelt den Beschreibungen nach dem nordamerikanischen Bigfoot. Die meisten Forscher, die den Spuren des Nandi-Bärs nachgegangen sind, glauben, dass es bei dem mysteriösen Tier um eine Hyäne handelt, möglicherweise auch um eine bislang nicht identifizierte Unterart. Der Mottenmann ist eines der absurdesten Mythen und zugleich sind mehr Menschen von seiner Existenz überzeugt als von den meisten anderen Kreaturen. In den 60er Jahren meldeten die Einwohner von insgesamt 3 Bundesstaaten der USA den Behörden, sie hätten einen seltsamen Vogelmenschen mit rotglühenden Augen gesehen. Die einzige glaubwürdige Erklärung lautet derzeit, dass es sich bei der angeblichen Chimäre um eine riesige Schleiereule handelte, deren Augen Licht reflektieren. Allerdings erreicht selbst die sehr große nordamerikanische Schleiereule nur eine Flügelspannweite von kaum mehr als 40 cm. Rund um den Mottenmann ranken sich bis heute die wildesten Legenden. Manche vermuten einen Außerirdischen, andere einen bösen Engel oder gar einen Vampir. Der Mottenmann wird für Unglück verantwortlich gemacht und um ihn versöhnlich zu stimmen, richtet man in Point Pleasant jedes Jahr ein Festival aus. Eine bekannte Legende aus dem US-Bundesstaat New Jersey berichtet vom Jersey Devil, einem merkwürdigen Mischwesen. Der Teufel wird häufig als 1,50 Meter große, zweibeinige Kreatur mit Hufen, kurzen Armen, einen langen Hals und Flügel beschrieben. Eine besondere Eigenschaft soll ein unheimlicher hoher Schrei sein. Sichtungen des Jersey Devils gab es immer wieder. Die bekannteste Reihe von Sichtungen ereignete sich im Januar 1909, wo das Wesen von vielen Augenzeugen in der Gegend um Woodbury gesehen wurde. Seitdem wurden lediglich vereinzelte Sichtungen gemeldet, beispielsweise in den Jahren 1978 und 2008. Aufgrund der widersprüchlichen Augenzeugenberichte gibt es keine abschließende Erklärung für das Phänomen. Fotografien gibt es nicht. Ebenso wurde nie ein Kadaver gefunden. Der Zyklop aus der griechischen Mythologie war in Wirklichkeit höchstwahrscheinlich ein Elefant. Historiker und Mythenforscher mutmaßen, dass Gorillas oder embryonale Fehlentwicklungen von Elefantenschädeln in Nordafrika oder auf den Mittelmeerinseln die Legende von den einäugigen Riesen begründeten. Sie nehmen an, dass die große Nasenöffnung des Schädels fälschlicherweise als eine einzelne große Augenhöhle
Höhle interpretiert wurde. Auch einige antike Darstellungen des Zyklopenkopfes zeigen Ähnlichkeiten zur Schädelstruktur von Elefanten. Neben verschiedenen großen Elefantenarten, die in prähistorischer Zeit auf einigen Mittelmeerinseln lebten, gab es auch einige Zwergelefanten verschiedener Größen. Oni sind Figuren aus der japanischen Mythologie. Die Vorstellung reicht von dummen, ogerähnlichen Unholden bis zu abgrundtiefen bösen Dämonen. Oni werden gewöhnlich als hässliche, riesige Kreaturen mit scharfen Klauen, wildem Haar und 1 bis 2 Hörnern auf ihren Kopf dargestellt. Meistens sind sie menschenähnlich, manchmal haben sie aber auch eine ungerade Anzahl von Augen oder überzählige Finger und Zehen. Ihre Haut hat unterschiedliche Farben: rot, blau, schwarz, pink oder grün. Ihr grimmiges Erscheinungsbild wird unterstützt durch die Tigerhäute und Eisenkeulen, die sie tragen. Es gibt keine realen Sichtungen, welche die Existenz des Oni bestätigen. Viele Japaner glauben aber dennoch daran. Der Basilisk ist ein mythisches Tier und wurde in mittelalterlichen Tierbüchern oft als Mischwesen mit dem Oberkörper eines Hahnes, auf dem Kopf eine Krone und dem Unterleib einer Schlange dargestellt. Im Laufe der Jahrhunderte veränderte und verfeinerte man die Darstellung des Mischwesens. Einem Basilisken wurden 2 oder mehrere Vogelbeine, Flügel, Federn oder sogar ein Menschenkopf hinzugefügt. Der Blick eines Basilisken versteinert oder tötet. Sein Atem ist tödlich. Der Basilisk ist wohl eher ein mythisches Wesen aus dem Mittelalter. Es gibt keinerlei Funde, welche seine Existenz beweisen.